Jesus, noch. Ist das dein Ernst? Willkommen! Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Beschwerliche Zeiten, in denen wir leben. Gott stellt uns auf die Probe. Worum geht es? Die Adligen belagern Talmberg. Die Briganten haben Herrn Divisch verwundet und auch viele andere. Ich soll das Kloster darum bitten, Hilfe zu entsenden. Leider kann ich nicht helfen. Ich habe hier viele Notleidende, die meiner ständigen Pflege bedürfen. Ich kann sie nicht verlassen. Was, wenn ich dir zur Hand ginge? Dann wärst du nicht so gebunden. Außerdem befindet sich unter den Verwundeten in Talmberg ein Adliger. Wenn das so ist, bin ich gewillt zu gehen. Aber erst, wenn hier alles erledigt ist. Also gut, wo soll ich anfangen? Sprich mit Johanka. Sie weiß, was zu tun ist. Gott sei mit dir, Heinrich. Kann ich irgendetwas tun? Sicher. Wir können hier stets helfende Hände gebrauchen. Und das übrigens nicht erst seit heute. Mir ging es selbst schlecht. Sie verfrachteten mich nach Atai. Ich war bewusstlos, brauchte einen Heiler. Wie geht es den Leuten hier? Was kann ich tun? Wie es ihnen geht? Sie krepieren. Und zwar sinnlos, aber ich kann nichts dagegen tun. Wir haben zu wenig zu essen, zu wenig Platz und zu wenige Helfer. Hilft denn keiner bei der Pflege dieser armen Teufel? Hier wimmelt es doch von Gelehrten. Gelehrte, ja. Doch die Heilkunst legen sie in Gottes Hand. Bruder Nikodemus versucht es wenigstens, aber hat sich alles nur angelesen. Kann ich sie mir mal ansehen? Ich verstehe mich ein wenig aufs Heilen. Auf einmal? Und was würdest du tun, wenn du dich an der Esse verbrennst? Erst muss man die Wunde kühlen. Ringelblume hilft, und es ist besser, die Wunde nicht zu verbinden, damit sie atmen kann. Ah, du weißt wohl, wovon du redest. Scheint, als wüssten Schmiede doch mehr als bloß, wie man Zähne zieht. Zähne ziehen? Ein Klacks. Solange man mit der Zange nicht zu fest zudrückt, ist alles gut. Nun gut. Sieh nach, ob irgendjemand Hilfe braucht. Aber reiß keinem die Zähne aus. Hilft das Kloster den Kranken nicht? Sie geben uns und den Kranken zu essen und einen Schlafplatz. Aber eigentlich dulden sie uns eher, anstatt uns zu helfen. Habt ihr genug zu essen? Zum Überleben reicht es. Aber Genesende brauchen reichhaltige Kost. Und wenn ich Fleisch brächte, vielleicht Wild, das würde sie stärken. Das wäre eine große Hilfe. Brauchst du sonst noch etwas? Sieh dich um. Nun ja, ganz schön viel los. Viel los, sagst du? Ich musste einige der Kranken unter freiem Himmel betten, sogar nachts. Und hast du gesehen, worauf sie liegen? Ich kann versuchen, bessere Bedingungen mit dem Kloster auszuhandeln. Das habe ich schon versucht. Lautstark. Die nicken bloß und krümmen keinen Finger. Nun gut. Wie fühlst du dich dabei? Du bist die einzige Frau hier. Alleine in einem Kloster. Manche Mönche reden mit mir. Doch für die anderen bin ich nur Luft. Leider zählt der Kustos zu den Ersteren. Was meinst du damit? Macht er dir Ärger? Andauernd. Angeblich hat er irgendwo eine Ehefrau, aber das hindert ihn nicht daran, dauernd um mich rumzuscharwenzeln. Und, was noch? Na was wohl? Er hat mich natürlich in sein Haus eingeladen. Ich könnte etwas unternehmen, wenn du willst. Nein, mit dem werde ich fertig. Drohgebärden von dir sind das Letzte, was ich brauche. Das hilft mir kein Stück und den Vertriebenen schon gar nicht. Warum ist draußen eine Wache? Die ist meinetwegen hier. Deinetwegen? Ja, mir hat's irgendwann gereicht, wie sie mit uns umspringen. Da bin ich aus der Haut gefahren und habe beinahe einen... Ach, egal. Was kannst du mir über den Kustos erzählen? Eigentlich soll er sich nur um die Wachen und die Sicherheit des Klosters kümmern. Aber in Wahrheit hat er überall das letzte Wort. Auch bei den Vorräten. Deshalb denkt er wohl auch, dass er sich alles erlauben kann. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Heinrich, ich weiß, ich bin etwas pampig, doch ich bin am Ende meiner Kräfte. Letzte Woche ist Bohuslav gestorben. Den kanntest du vielleicht. Keinen hat's gejuckt. Wir brauchen dringend Hilfe.
Ich tue, was in meiner Macht steht. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Diese Wunden wurden gründlich versorgt. Herr im Himmel, ich bekomme kein Auge zu. Warum regst du dich denn so auf? Warum? Wegen meines Beins muss ich mindestens noch eine Woche hier bleiben. Es tut verdammt weh. Und weil auch noch alle die ganze Nacht rumjammern, finde ich keinen Schlaf. Vielleicht kann ich etwas brauen, womit du Schlaf findest. Dann beeil dich um Himmels Willen. Der kommt aus eigener Kraft durch. Philipp aus Scarlets. Ich sehe keine Wunden. Heinrich, aber er zittert fürchterlich. Schön, dass du da bist. Ja, verdammt. Wieso wächst du mich? Du bist nicht aus Scarlets. Nein, aber bitte. Hilf mir. Ich muss hier weg. Was ist mit dir geschehen? Hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich leb, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Sieht übel aus, aber da ist nichts, was ein paar Wochen Ruhe nicht kurieren könnte. Wochen? Scheiße, ich muss viel eher wieder arbeiten. Willkommen, wieso Heinrich. Kannst du nicht bleiben, bis du gesund bist? Hab eine Familie. Bin arm. Wir kommen nur durch, weil ich auf der Baustelle maloche. Der Meister meint, wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, brauche ich gar nicht wiederkommen. Und wo sollen mein Weib und ich dann hin? Wer nimmt uns auf? Wir werden im Wald hausen müssen, und da sind wir freiwild für Räuberpack. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Deine Wunden sind bereits versorgt. Als ich klein war, hat ein Gaul meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter das waren? Nee, aber hier im Kloster liegt doch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Danke dir. Mit dir, Heinrich. Danke. Du bist's. Du siehst gesund aus. Schon, aber das Bein tut noch weh. Waren das die Kumanen? Das sage ich dem Weibsvolk. Um ehrlich zu sein, habe ich mich selbst verletzt, als ich weggerannt bin. Hm. Wechseln sie deine Verbände? Manchmal. Die haben mir gesagt, sie hätten nicht genug Verbandszeug. Tja, aber die Verbände müssen gewechselt werden. Ich besorge welche. Oh, du bist's. Ich habe die Verbände. Wunderbar. Sagst du es, Bruder Nikodemus? Ich mache das selbst. Bist du nicht der Sohn eines Schmieds? Das ist lange her. Leider musste ich mir seitdem das eine oder andere über die Heilkunst aneignen. Tja, dann mach mal. Du bist's. Und? Was denkst du? Fühlt sich sauber an. Hoffentlich hilft's. Wird es. Sag ihnen, sie sollen täglich deine Verbände wechseln. Sie sind hier.
Vielen, vielen Dank, Heinrich. Keine Ursache. Der kommt aus eigener Kraft durch. Der kommt aus eigener Kraft durch. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Er braucht nur etwas Schlaf. Er regt sich nicht. Aber die einzige sichtbare Verletzung ist die am Bein. Dich merke ich mir. Fragen. Wie geht es dir, Heinrich? Noch einer mehr, der uns die Haare vom Kopf frisst. Er braucht nur etwas Schlaf. Er braucht nur etwas Schlaf. Na toll. Ich bekomme die Kiste den ganzen Kuppeln. Bist du für die Krankenstube verantwortlich? Ich bin der Infirmarius hier, ja. Bisher musste ich mich immer nur um ein paar alte, lahme Mönche kümmern. Jetzt ist es diese Bescherung hier. So alt, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können? Das ist nicht das Einzige, was die nicht mehr halten können. Aber was rede ich? Es ist ein Segen, ein solches Alter zu erreichen. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Die Adligen... Nein. Was, wenn ich dir... Wenn... Also gut. Sprich mit Johann. Wie geht es den Verwundeten aus Scarlitz? Manche von ihnen sind gut versorgt. Andere wiederum, andere sterben hier. Unnötigerweise. Es ist gut, dass wenigstens Johanka hier ist. Allein wäre ich völlig überfordert. Also behandelst du normalerweise keine Verwundeten? Es gab natürlich Unfälle. Hier ein gebrochenes Bein, dort ein Pferdekuss oder ein Ziegenbiss. Aber das hier? Nie zuvor war ich mit dem Grauen der Schlacht konfrontiert. Wäre es doch eine Schlacht gewesen. Es war ein kaltblütiges Gemetzel. Du warst dort? Gott sei dir gnädig. So wie den Toten und den Versehrten. Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Johanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Obwohl du nicht so aussiehst, als fröntest du der Kunst des Hippokrates. Das stimmt. Ich bin Schmied. Aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach. Wir sehen dann, was wir tun können. Was denkst du über den Kustos? Baron vom Berg? Nun, der macht seine Arbeit gut. Sorgt für unsere Sicherheit. Ich sah ihn zuletzt, als ich seinen Ausschlag mit Salbe behandelte. Ich hörte, er war in letzter Zeit öfter hier. Das stimmt. Er besucht Johanka, bleibt aber nie lange und geht immer... unzufriedenen Blickes. Hab Dank. Warum sorgt man so schlecht für sie? Sie werden zusammengepfercht wie Vieh und manche müssen sogar draußen schlafen. Das kann nicht gut sein. Nachts wird es bitterkalt. Ich... mehr kann ich nicht für sie tun. Wie ist das möglich? Du bist der Infirmarius. Du entscheidest, wie die Geldmittel verwendet werden. Aber ich entscheide nicht, wie viel ich bekomme. Da der Abt fort ist, ist es immer noch dieselbe Summe wie zu der Zeit, als ich nur Alte gepflegt habe. Kannst du denn nichts dagegen tun? Hilft dir keiner? Ich fürchte, nein. Die Brüder im Kloster kümmern sich nicht um die Welt da draußen. Und der Kustos hat mit dem Chaos in der Gegend genug zu tun. Außerdem gilt seine Hauptsorge dem reibungslosen Alltag des Klosters. Was ist mit dem hiesigen Kustos? Seine Leute haben genug Vorräte. Ich habe es bei ihm versucht. Aber er hatte wohl einen Streit mit Johanka und gibt uns nichts. Ich spreche mit ihm. Wie könnt ihr Mönche ruhig schlafen, während die Skalitzer so leiden? Es beschämt mich. Aber meine Mitbrüder meinen, es läge alles in Gottes Hand. Die Zustände hier erscheinen mir sehr unchristlich. Das siehst nicht nur du so. Was ist mit Philipp passiert? Philipp? Er ist bewusstlos, hat Schüttelfrost und Fieber. Oh, das wusste ich nicht. Als er hier ankam, ging es ihm gut. Keinen Kratzer am Leib. Er hat die anderen hierher eskortiert. Aber plötzlich ging es ihm schlecht und irgendwann verlor er das Bewusstsein. Frag Johanka. Vielleicht weiß sie mehr.
Verstehst du etwas von Kräutern? Ein bisschen schon, aber ich bin kein Experte. Eilt es? Nun, einer der Bauarbeiter wurde verletzt und würde gern wieder an die Arbeit gehen. Er sprach von violetten Blumen, die... Kräutern! Violetten Kräutern, die helfen sollten. Auswendig kann ich dir nicht sagen, welche er meinen könnte, aber sieh im Herbarium nach. So viele Violette kann es nicht geben, die bei Blessuren helfen. Gibt es einen Trank für tiefen Schlaf? Gewiss, den alten Klassiker. Klassiker? Einige der Brüder haben gerne einen süßen Schlaf. Und manchmal ist das der einzige Weg. Ich zeige dir, wie man ihn braut. Hab Dank. Mit dir, Heinrich. Willkommen, Heinrich. Wie geht es dir, Heinrich? Was machst du hier? Was ich kann. Ich versuche, den Skalitzer Flüchtlingen so gut es geht zu helfen. Bist du in der Heilkunst bewandert? Ein wenig. Die Grundlagen beherrsche ich. Aber ohne Bruder Nikodemus könnte ich den schwierigeren Fällen nicht helfen. Hab Dank. Das ist der. Gefäße mit Quecksilber.
gefällt es dir, Heinrich? Komm schon. Was soll das? Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Wessen Haus ist das? Das des Kustos, des höchst verehrten Barons Sebastian vom Berg. Du scheinst nicht viel von ihm zu halten. Ein Mann, dessen Nase so hoch in die Wolken ragt, dass sie als Regenrinne dienen könnte, kann nicht so übel sein. Was tut ein Kustos eigentlich? Tja, er soll sich um die Gemeinschaft kümmern und für Ruhe und Ordnung sorgen. Aber? Aber in Wahrheit ist ihm mehr daran gelegen, jeden Biss aufs Hemd auszunehmen. Ich danke dir. Keine Ursache. Gott schütze dich, Heinrich. Tritt ein. Bei Joshuas Posaunen hast du mich erschreckt. Ich dachte erst, du wärst Urban. Was kann ich für dich tun? Tobias Pfeiffer, der Bergbaukonstrukteur aus Galitz, richtet seine Grüße aus, Herr. Pfeiffer! Tobias Pfeiffer? Ich habe von ihm gehört. Er erfand eine interessante Bergbauvorrichtung. Was benötigt er? Herr, ist dir zu Ohren gekommen, was sich in Thalmberg abspielt? Ich habe ein, zwei Dinge gehört. Wurde die Burg wirklich eingenommen? Ja, und wir wollen es zurückerobern. Meister Pfeiffer wurde mit dem Bau eines Triborgs betraut, aber er ist sich nicht sicher, ob es ihm gelingt. Das bezweifle ich auch. Belagerungswaffen sind ein völlig anderes Paar Schuhe als der Bergbau. Verflixt! Zu gerne würde ich ein paar Felsen auf Sigismunds Heiden herabregnen lassen. Doch mit Feder und Tinte wird das nichts. Und zurzeit kann ich hier nicht weg. Warum kannst du nicht weg? Das ist eine lange Geschichte. Ich äußerte mich ein wenig, sehr kritisch, über Sigismunds Bemühungen in Nikopolis. Nicht sonderlich überraschend, dass er nach unserer Niederlage meine Kritik nicht sonderlich schätzte. Und als er den König entführte, fühlte ich mich in Prag nicht mehr sicher. Also verließ ich die Stadt. Vielleicht ist verließ das falsche Wort. Manche würden sagen, ich wurde verbannt. Jedenfalls begab ich mich zur Burg Bettlern. Wurdest du dort eingesperrt? Nicht ganz. Es ist eine königliche Burg. Ich wurde mir selbst überlassen. Offen gestanden ist diese sogenannte Verbannung ein Segen. Ich kann mich in aller Ruhe meinem Werk widmen und habe ein paar fähige Assistenten. Wenngleich ich aufgrund all der Unruhen ein paar meiner Gönner verloren habe. Und weshalb bist du hier in Sasau? Ehrlich gesagt, brauche ich Geld. Geld, Herr? Du siehst nicht, wie jemand aus der Not leidet. Gott bewahre, nein. Ich muss mich nicht selbst erhalten. Ich will damit mein Werk finanzieren. Deshalb willigte ich ein, beim Bau des Klosters zu helfen. Ich kann, wie du siehst, nicht einfach gehen. Woran arbeitest du gerade, Herr? An Belli Fortis, einem großen Buch über Kriegsgerät und Waffen. Es ist mein Opus Magnum, mein Vermächtnis. Was du hier siehst, sind bloß Auszüge meines Gesamtwerks. Denk an meine Worte. Eines Tages wird die Welt von Maschinen regiert, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Klar. Bald werden sie unsere Felder bestellen und unsere Kühe melken. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Ich dachte nur über Kriege nach. Und wenn ich dir helfe, wegzukommen? Wer sagt, dass ich das möchte? Aber du sagtest, du könntest nicht weg, Herr. Junger Mann, ich kann nicht weg, weil ich mein Wort gab, beim Bau dieses Klosters zu helfen. Und mein Wort gilt. Ich habe nicht die Absicht, mich wie ein Verbrecher davonzustehlen. Wem bist du hier unterstellt?
Ich habe mit dem Abt persönlich einen Vertrag. Doch meine Arbeit bespreche ich mit Karel, dem Baumeister des Klosters. Könnte ich dem Baumeister keine Abfindung für dich zahlen? Das bezweifle ich. Ihn interessiert nur der Bau. Solange er genügend Geld hat, um die Handwerker zu bezahlen, hat er alles, was er braucht. Solange er genug hat, sie zu bezahlen, sagst du? Ja, worauf willst du hinaus? Könnte man Karel nicht irgendwie überreden? Immerhin steht die Verteidigung der Provinz auf dem Spiel. Dessen bin ich mir gewahr. Doch das Sasauer Kloster war stets neutral. Außerdem ist der Abt zurzeit nicht hier. Und ohne sein Einverständnis wird Karel nicht mit sich reden lassen. Aber ich hätte da eine andere Idee. Was schlägst du vor? Karel erhielt seinen Auftrag schriftlich. Wenn du ihn findest, könnten wir... Nun, wir könnten das Siegel und die Unterschrift des Abtes für unser Dokument kopieren. Eine ziemlich außergewöhnliche Idee. Mein Erfindergeist hat viele Facetten. Ich könnte noch vor dem Abt zurück sein. Er würde also nicht einmal bemerken, dass ich fort war. Wie bekomme ich den Auftrag in die Finger? Er müsste in seiner Kammer sein. Du musst ihn schnell holen und zurücklegen, bevor er es bemerkt. Ich empfehle dir, bis zum Abend zu warten. Gewöhnlich geht Karel dann in die Schenke, um zu würfeln. Er schätzt seine Würfel sehr. Vielleicht könntest du das zu deinem Vorteil nutzen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was ist denn? Was zum Teufel? Gott schütze dich. Ich helfe in der Krankenstube aus und wollte... Ah, wie geht es Johanka? Kennst du sie gut? In der Tat. Gut, gut. Spricht sie manchmal von mir? Ich wollte eigentlich nach Vorräten fragen und über die Verfassung der Skalitzer sprechen. Sie brauchen Decken, Nahrung... Nicht meine Sorge. Soll der Infirmarius sich darum kümmern? Dem sind die Hände gebunden. Bis der Abt zurückkehrt, bekommt er nicht mehr. Und warum sollte mich das kümmern? Vielleicht Johanka zuliebe? Was willst du damit andeuten? Sie hat ein großes Herz. Jeder sieht, wie wichtig ihr die Verwundeten sind. Wenn du ihr selbstlos hilfst, wirst du sie damit beeindrucken und gewinnst sie vielleicht für dich. Vielleicht hast du recht. Das kostet mich zwar etwas, aber ich bespreche es mit Nikodemus. Ich sollte etwas ausrichten können. Gott schütze dich, Heinrich. Wie geht es dir, Heinrich?
Was fehlt dem Kerl beim Altar? Ich kann keine Verletzungen erkennen, aber er ist sehr blass und nicht ansprechbar. Er hatte einen Beinbruch. Sah schlimm aus. Der Knochen trat durch die Haut aus. Wir haben versucht, das Bein zu richten, aber ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ich mache mir kaum Hoffnungen. Ich habe andere in seinem Zustand gesehen und für die ging's nicht gut aus. Gott, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Und was schlägst du vor? Die Mönche helfen uns nicht und ich wüsste sonst niemanden. Lass mich es versuchen. Ich richte sein Bein. Du? Unglücklicherweise musste ich so etwas schon einmal tun. Man muss die Knochen genau aneinander fügen. Keine leichte Sache und die Schmerzensschreie zehren an den Nerven. Man darf sie einfach nicht beachten. Nun gut, dann versuch es. Einer der Verletzten, Semek, klagt über seine Blessuren. Er hat Angst, dass er nicht mehr arbeiten kann und... Semek? Ist er einer von uns? Nein, er ist Bauarbeiter. Er ist lediert und ans Bett. Um Himmels Willen, Heinrich, unsere Nachbarn verrecken! Unsere Freunde! Uns fehlt die Zeit für die Wehwehchen irgendeines Bauarbeiters. Oh, was hast du dir nur dabei gedacht? Hör zu, ich brauche doch nur den Namen einer Pflanze. Dann schlag doch in deinem Buch nach. Du hast hier schließlich ein ganzes Herbarium. Was ist mit Philipp geschehen? Der arme Kerl. Erst war alles in Ordnung mit ihm und jetzt verfällt er mit jedem Tag. Aber weißt du warum? Vielleicht. Er ist nicht aus Scarlets geflohen, sondern hat sich lange versteckt. Zwischen den Leichen. Falls er sich vergiftet hat. Was können wir tun? Wir? Nichts. Einzig Pater Simon hätte ihn retten können. Der kannte sich mit Giften aus. Ich weiß, wo er ist. Er predigt in einer Kirche in Rovna. Er lebt? Dann such ihn auf. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Danke. Mehr... Hältst du ihn bitte gut fest? Ja. Pass etwas besser auf. Willkommen, Heinrich. Heinrich,
Schön, dass du da bist. Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich habe das Auftragsschreiben. Nicht so laut, um Himmels Willen. Was? Zeig her. In all seiner Pracht. Suche den Schreiber in Sasso auf und sage ihm, der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Dann tut er, wie ihm geheißen. Ist das eine Losung? Gewiss. Er besteht darauf. Vergiss nicht, es laut und deutlich zu wiederholen. Dann musst du das neue Schriftstück nur Karel bringen und sagen, ein Bote hätte es gebracht. Na gut. Aber am wichtigsten, spute dich und bring das Original unverzüglich zurück. Karel ist kein Narr. Wenn er es nicht findet, wird er eins und eins zusammenzählen, wenn du ihm das neue Dokument bringst. Und das Spiel ist aus. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Geh dich fort oder setz was. Gott sei mit dir. Ich soll dir etwas sagen. Hm? Der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Was? Der Fuchs ist schlauer, als du? Was in Herrgotts Namen faselst du denn da? Konrad Kieser schickt mich. Warum sagst du das nicht gleich? Dieser Scheißkerl. Er wollte einen Narren aus mir machen. Nun, wie dem auch sei. Was willst du? Ich habe hier ein Schreiben und du müsstest ein neues aufsetzen mit, der gleichen Unterschrift und dem gleichen Siegel. Konrad sitzt also immer noch der Schalk im Nacken. Grüße ihn von mir. Dann lass mal sehen. Na gut. Gib mir eine Stunde. Ich hoffe, ich bekomme deinetwegen keinen Ärger. Ist es fertig? Ja, und richte dem alten Tu nicht gut meine Grüße aus. Ich hoffe, ich kann dir von...
Gott sei mit dir, Heinrich. Gott schütze dich, Heinrich. Gott schütze dich. Gott sei mit dir. Ein Bote gab ein Schreiben für dich ab. An die Hand des... Ich gestatte... zur Unterstützung... Erlaubnis, Sasau zu verlassen. Überaus praktisch für dich. Göttliche Fügung. Das werden wir sehen. Ich habe selbst ein Auftragsschreiben des Abtes. Und wenn deines gefälscht ist, steckst du in der Scheiße. Komm mit. Gern geschehen. Gott sei mit dir, Heinrich. Hey. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Willkommen, Heinrich. Mir gegen den Strich. Aber das Siegel und die Unterschrift sind echt. Konrad kann also gehen? Kann er. Das Dokument ist echt. Und wenn der Abt es befiehlt... Wunderbar. Ich sage es ihm.
Gott schütze dich, Heinrich. Heinrich, schön, dass du da... Hä? Ist das dein Ernst? Ich habe hier etwas für dich. Hey, Heinrich kommt uns... Wirklich? Trink das und du schläfst wie ein Stein. Oh, danke. Verehrte Johanka, ich komme in Bewunderung für deine Selbstaufopferung. Ich möchte dich gern zu einem erlesenen Bankett in meinen Palast einladen. Du verdienst etwas sehr... Was hast du hier zu suchen, Bursche? Wer hat dich reingelassen? Ich kümmere mich um die Verwundeten, wie du sicher weißt. Na dann troll dich und störe mein Gespräch mit Johanka nicht. Du wirst hier nicht gebraucht. Wäre es nicht besser, das Bankett hier auszurichten, Kustos? Was? Wenn du für die Kranken nichts hast, könntest du doch wenigstens das Bankett hier abhalten. Niemand spricht in diesem Ton mit mir. Werft ihn für die Nacht in den Kerker, damit er ein paar Manieren... Verdammt, wieso wächst du mich? Hoffentlich sind das die Kräuter. Danke dir. Mit etwas Glück taugen die was. Komm in ein paar Tagen zu mir, falls du Zeit hast. Gott sei mit dir. Ich brauche deine Hilfe, Pater. Und was fehlt dir, Junge? Nichts. Philipp aus Galitz liegt im Sterben. Er ist in Sasau und hat nicht mehr lange. Immer langsam. Was ist mit ihm geschehen? Das weiß keiner so genau. Er hat keine sichtbaren Wunden, hat sich aber länger unter Leichen vor den Kumanen versteckt. Gott hab Gnade. Lebende sollten nie unter den Toten weilen. Seine Eingeweide müssen verdorben sein, doch dann liegt sein Schicksal in Gottes Händen. Kann man die Eingeweide reinigen?
Es mag dich überraschen, aber du wirst ihm Alkohol einflößen müssen. Den reinsten, den du in die Finger bekommst. Der beste wird aus Wermut destilliert. Er wird Fieber bekommen, aber es wird. Ich zeige dir, wie man ihn herstellt. Willkommen, Heinrich. Hast mich gerettet. Hast mir wahrhaftig den Arsch gerettet. Bei Gott, ich danke dir. Das war doch nichts. Hast mehr geholfen als die anderen hier. Mir tut's bloß leid, dass ich kein Silber habe, um's dir zu vergelten. Aber ich verrate dir was. Wie solche wie ich Tag ein, Tag aus so hart schuften können. Was? Was ist geschehen? Wir haben dich zurück unter die Lebenden gebracht. Was? Wie lange war ich bewusstlos? Eine ganze Weile. Deine Freunde sind schon weg. Ich muss sie finden. Erhol dich erstmal. Die nächsten ein, zwei Wochen wirst du geschwächt sein. Deine Freunde sind sicher in Rathai gelandet, wie die meisten von uns. Also gut. Ach, und Heinrich? Hm? Danke. Hm? Gott schütze dich, Heinrich. Sebastian, der Kustos ist wirklich widerlich. Er kann gemein sein, aber auf seine Art eben auch, ich weiß nicht. Das ist nicht dein Ernst. Was soll das heißen? Er war wenigstens die ganze Zeit hier, im Gegensatz zu dir. Und überhaupt, das geht dich nichts an. Wie geht es den Kranken und Verwundeten? Ich glaube, ich kann nichts mehr für sie tun. Du hast wahrlich getan, was du konntest. Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Du hast sogar Leben gerettet. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Beschwerliche Zeiten, in denen wir leben. Die Adligen Schrecklich. Hab Dank, Pater. Willkommen, Heinrich! Sie sind hinter mir her! Heilige Maria! Ich wusste, es würde so kommen! Was? Wer? Karel sagte, du könntest gehen und... Gehen? Ich kann nicht mal einen Fuß vor die Tür setzen! Nicht jetzt! Bitte beruhige dich und sag mir, was hier vor sich geht. Sie sind hinter mir her! Wer ist hinter dir her? Sigismunds Leute, natürlich! Aus welchem Grund denn?
weil er mir meine Kritik wegen Nikopolis nie verziehen hat. Und jetzt will er es mir heimzahlen. Was soll ich nur tun? Warum glaubst du, jemand wäre hinter dir her? Als ich unterwegs nach Sasau war, sah ich Baron Peka in Kostelitz. Er war bei Sigismunds Kreuzzug dabei, ebenso wie ich. Danach wurde er wohl hier in der Schenke gesehen. Und ein Fremder kroch des Nachts in den Garten umher. Mein Gott, es gibt Anzeichen, dass jemand die Tür aufbrechen wollte. Sie sind hinter mir her, Heinrich. Möge Gott mich schützen. Sie wollen mich töten. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand hinter dir her ist, höre ich mich in der Stadt um oder lauere ihm auf. Aber was, wenn er sich an dir vorbeischleicht? Wird er nicht. Ich verstecke mich in den Gärten. Und wenn jemand in der Nacht umherschleicht, erwische ich ihn. Das wirst du, nicht wahr? Gut, gut. Aber verstecke dich gut. Wenn er dich sieht, wird er nicht kommen. Jesus, sie sind hinter mir her. Hm? Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ha! Ich kenne dich! Von irgendwoher! Woher kenne ich dich nur? Was? Ich hab's! Der Traum! Du warst in einem Boot aus Knochen und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Kannst du mir etwas über einen Meister Peka sagen? Natürlich! Es heißt, er kam zum Handeln her. Zumindest behauptete Peter das. Meinte, er hätte mit ihm im Gasthaus gespielt. Halt! Was machst du hier? Still um Himmels Willen. Du wächst das ganze Kloster auf. Ruhe!
Um Himmels Willen, ich habe dich bei einem Mordversuch erwischt. Mordversuch? Was redest du da? Bist du Herr Paker, der am Kreuzzug teilnahm? Also, ja. Woher weißt du davon? Weil du vorhast, Konrad Kieser zu ermorden. Kieser? Lebt er etwa hier im Kloster? Nun, ja. Hier in diesem Haus. Was hast du hier zu suchen? Das ist ein furchtbares Missverständnis. Ich habe ein langjähriges Abkommen mit dem Kustos, Sebastian vom Berg. Ich versorge ihn mit Salz und Gewürzen. Und ich kam ihm auf die Schliche, dass er mich wiederholt betrogen hat. Dieses Zerwürfnis ist schon ein Weilchen im Gange. Ich wollte mein Geld zurück, das ist alles. Ich hege keinen Groll gegen Konrad. Nun gut, ich nehme dich beim Wort. Aber hör auf, hier nachts herumzuschleichen und zu versuchen, ins Haus einzubrechen. Konrad hat Todesangst und ich brauche ihn bei klarem Verstand. Nun gut, klingt ganz nach ihm. Ich lasse mir etwas anderes einfallen. Hey, wer ist... Du da, was schnüffelst du hier so rum? Verpiss dich oder ich trete dir in den Arsch. Nun, hast du jemanden entdeckt? Wer bist du? Habe ich. Und? Kein Grund zur Furcht. Ich hielt die ganze Nacht Wache und nichts geschah. Einige Leute gingen vorbei, aber niemand Gefährliches. Und was ist mit Paker? Willst du damit sagen, er habe keine bösen Absichten? Genau. Er treibt bloß mit dem Kustoshandel. Seine Geschäfte führten ihn hierher. Nun, ich lasse mich aber lieber noch ein Weilchen nicht blicken. Komm nach Talmberg. Dort bist du von einer ganzen Garnison umgeben. Ja, ich schätze, das ergibt Sinn. Danke, Heinrich. Ich stehe in deiner Schuld. Wir sehen uns in Talmberg. Hey du, was wird das hier? Verpiss dich, bevor ich richtig zornig werde. Hey, pass auf. Dich merke ich mir. Hallo, Heinrich. Ja, halt! So, bleib sofort stehen. Ergib dich. Du hast das Gesetz gebrochen und wirst verhaftet. Ergib dich, sage ich.